Willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze hier gerade im VW Polo 9N, Baujahr 2003. Und hier erkennst du das vorher eingebaute Radio, also das Standardradio von Volkswagen. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, es ist noch Kassette vorhanden. Ganz witzig, aber gut, Kassette. Also ich nutze es gar nicht mehr, ist ja klar. Heutzutage ist USB, MP3 das Hauptmedium, sag ich mal. Auch CD, aber Kassette, keine Frage, das geht gar nicht mehr. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, ja, ein neues Autoradio für den Polo hier einzubauen. Das habe ich getan und schlussendlich bin ich hängen geblieben beim Xomax XM-CD B618 Autoradio. Wie du sehen kannst, dieses Autoradio sieht natürlich vom Style halt schöner aus und es hat natürlich einige Funktionen mehr. Für mich war sehr interessant, ich kann es ja mal, es ist schon eingebaut, kann ja mal kurz erklären, warum ich mich für das entschieden habe. Du siehst hier, es hat USB. Es hat ein CD-Fach, es gibt auch noch einen SD-Karten-Slot und hier auch gut zu erkennen, es gibt noch einen AUX-In. Also genau die Medien, die ich eigentlich hauptsächlich nutze. CD, AUX, USB, CD und natürlich auch das normale Autoradio. Ja, was ist enthalten? Im Set ist enthalten eine Fernbedienung. Die ist hier zu sehen, mit Batterie, da ist so eine kleine Lasche unten dran und die einfach rausziehen, schon ist die Batterie aktiviert. Dann die Montageanleitung. Außerdem ist ein Einbaurahmen enthalten, also zum Einbauen für das Radio. Der ist direkt am Gerät enthalten. Den kann ich jetzt leider nicht zeigen, da das Radio schon verbaut ist. Dann gibt es noch die Blende, die sozusagen die Umrandung hier. Außerdem die Schutzhülle, die ist hier zu sehen. Da man das Bedienelement abnehmen kann, das zeige ich auch gleich. Dann die ISO-Anschlusskabel, die sind natürlich jetzt auch nicht mehr zu sehen. Und ja, Montagezubehör, sprich die Entriegler, so nenne ich sie jetzt mal. Ja, Entriegler, so heißen sie glaube ich auch sowieso. Die sind auch mit enthalten, also falls man das Radio dann wieder ausbauen möchte. Und dafür sind ja immer die Schlüssel oder Entriegler ganz wichtig. Bei dem Autoradio von VW braucht man halt spezielle. Also das hat zum Beispiel jede Werkstatt, jede normale Autowerkstatt, ja. Auch ATU und Co., die haben das auch. Also so ein, wenn du den Ausbau selber nicht kannst oder auch den Einbau, lass es einfach von denen machen. So teuer ist das nicht. Außerdem dauert das wirklich nicht lange. Das dauert wirklich nur ein paar Minuten. Das geht eigentlich zügig, wenn man weiß, wie es geht. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon ausgebaut und das neue eingebaut. Gut, hier sind auch nochmal zu sehen die Features allgemein, also die wichtigsten auf einen Blick. Und auch interessant ist halt die Fernbedienung. Das ist auch ganz praktisch. Der Preis für das Radio liegt um die 65 bis 70 Euro. Das ist eigentlich ein fairer Preis für das, was es eigentlich alles kann, also für die ganzen Features. Da es ja auch eine Fernbedienung hat und die ganzen Medien unterstützt, finde ich das eigentlich für den Preis voll in Ordnung. Auch von Lautstärke bzw. vom Sound allgemein bin ich sehr überzeugt. Also für die Preisliga auf jeden Fall, das ist definitiv klar. Gut, dann kommen wir mal direkt zum Autoradio. Wie gesagt, der Einbau und Ausbau jeweils ist eigentlich zügig gemacht. Die Montageanleitung ist auch gut erklärt. Da steht das genau drin, was du machen musst. Ansonsten kann ich dir echt nur empfehlen, Autowerkstatt und umbauen lassen. Das Radio halt direkt selber zu bestellen. Link findest du in der Videobeschreibung. Sowie auch nochmal zu dem Entrieglern, falls du das selber machen möchtest. Übrigens, beim Einbau des neuen Xomax Autoradios musst du unbedingt darauf achten, wenn du das alte rausnimmst, also das alte Autoradio, dann achte darauf, wie der Stecker für das Antennenradio sozusagen ist.
weil du siehst hier bei dem Original Volkswagen Radio, da geht es ziemlich weit raus, der Stecker, sage ich jetzt mal. Und beim Xomax Autoradio ist das sehr tief drin. Das heißt, es wird ein Antennenradioadapter noch zusätzlich benötigt. Der ist natürlich im Lieferumfang nicht enthalten, weil es ist ja nicht immer so, dass es so ist, wie es ist. Ja. Und ja, mit dem, der kostet, keine Ahnung, 6 Euro. Also nicht die Welt, den einfach noch zusätzlich kaufen und dann kann man auch ganz einfach das Radio wieder mit dem Netzstecker verbinden. Ja, kommen wir direkt zum Autoradio selbst. Diebstahlschutz ist ebenfalls vorhanden. Und zwar gibt es hier unten so einen Knopf, den einfach drücken, schon löst sich das Bedienelement. Und das kann man dann rausschieben und in diese Box, also in die Schutzhülle reintun, wenn man das will und mitnehmen. So ist es halt, so kann es halt nicht geklaut werden. Das ist praktisch für diejenigen, die halt Angst haben, dass das Autoradio geklaut wird. Gut, dann hier, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, es gibt einen SD-Karten-Slot, der umfasst, also eine SD-Karte kann 128 GB haben. Das akzeptiert das Autoradio. Hier siehst du auch noch den Reset-Knopf, falls du das Radio auf Werkseinstellung zurücksetzen möchtest. Gut, dann baue ich das Bedienelement wieder dran. Auch das ganz simpel. Einfach nur reinklicken und das war's schon. Dann kann ich ja das Autoradio mal anmachen. So. Dann hier siehst du die einzelnen, du hast jetzt gerade gesehen, Link, das heißt, das Autoradio hat sich mit meinem iPhone verbunden. Es hat also auch Bluetooth, was auch sehr genial ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal drauf drücke auf Bluetooth, also BT, dann Media, und dann ist es jetzt sofort connected und ich könnte meine Musik über Deezer, Spotify oder die allgemeine Musik, die auf dem Handy abgespeichert ist, also offline, könnte ich abspielen. Auch das funktioniert wunderbar. Ihr siehst jetzt auch ADP. So, also du siehst auch die Farben. Es gibt drei Farben, die sind einstellbar. Entweder man möchte rot, blau oder grün oder wie jetzt aktuell zu sehen, dass es sich einfach immer wechselt. So, dann siehst du auch, das ist hier dieses Anrufzeichen, da du ja via Bluetooth das Handy verbinden kannst, zum Beispiel das iPhone, kannst du auch Anrufe entgegennehmen, auch das ist echt richtig genial. Du kannst wieder auflegen, ja, selbst mit der Fernbedienung kannst du direkt wählen, also das ist echt ziemlich praktisch. Du kannst einige Radiosender speichern, auch Ordnerfunktion auf USB-Stick, etc. ist alles möglich. Auch dort auch wieder 128 GB, also nicht gerade wenig, da passt eine Menge drauf. CD ist klar, hier oben der Knopf zum Auswerfen der CD. Ich habe jetzt keine drin, steht auch da, No Disc. AMS auch ganz wichtig, automatischer Sendersuchlauf. Das heißt, das Autoradio sucht alle gängigen Radiosender, die halt in deiner Nähe sind und speichert die direkt alle ab. Und die sind dann halt jeweils abgespeichert auf den folgenden, also die siehst du ja hier, 1, 2, 3, 4, 5 und dann minus 10 plus 10 sind sie halt abgespeichert. Also du kannst einige Radiosender speichern, das ist auch top. Also an sich wirklich ein echt tolles Radio für einen fairen Preis, was wirklich einige Features mitbringt. Einbau, Ausbau, auch genial. Was halt fehlt, ist die Bedienungsanleitung. Also nicht die Montageanleitung, sondern eine Bedienungsanleitung. Die habe ich dann extra nochmal gegoogelt. Und den Link dazu, falls du den brauchst, den habe ich auch unten in der Videobeschreibung. Und da ist wirklich alles sehr gut erklärt. Es sind zwar ein paar Rechtschreibfehler mit drin, aber die wollen wir mal ignorieren. Weil ja, es ist wirklich sehr gut erklärt für die ganzen Features, was das alles noch kann und welche Einstellungsmöglichkeiten du auch noch hast. Das würde jetzt einen Rahmen sprengen.
Das kannst du dann alles in dem PDF-Dokument noch nachlesen. Falls du aber noch irgendwelche Fragen zum Autoradio, zum Wechseln des Autoradios oder irgendwas haben solltest, kannst du dir natürlich deine Frage aufschreiben bzw. in Form eines Kommentars stellen. Ich antworte dir zeitnah zurück. Und ja, natürlich würde ich mich auch freuen, wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du gerne deinen Daumen nach oben bzw. gefällt mir klicken. Und natürlich kannst du auch meinen Godlike News YouTube-Kanal abonnieren. Auch darüber würde ich mich sehr freuen. Ich sage ciao, bis zum nächsten Video. Bis bald.